wie die müde Gürt Backside. Also nicht mehr gesperrt die Straße, verdammt. Geht schon, sagt er. Müssen wir jetzt da hoch? Ja. Wir hatten das geplant. Yeah! Alp, yes! Wie hört sich das an? Dolomiti! Dolomiti! Nach dem Dolomiti ist vor dem Dolomiti. Aber wird es einen vor dem Dolomiti nochmal geben? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall geht es heute zum Vogelpass. Ich wurde genötigt. Ich wurde gezwungen von diesen Herrschaften da. Weil die wieder Hummeln im A Punkt 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 haben und meinen, sie müssen unbedingt heute nochmal fahren. Aber das Wetter schaut gut aus. Da müssen wir es ausnutzen, weil es ist sehr flatterhaft hier. Sehr wechselhaft. Ja, haben wir es jetzt bei Lorenz? Mensch, müssen wir immer warten auf die jungen Leute. Also heute geht's zum Vogelpass und der andere hat's eilig. Also los geht's, viel Spaß bei diesem Video. Müde Gürt Backside. Also nicht mehr gesperrt die Straße, verdammt. Ich werde es wieder dran gewöhnt. Die müde Gürt haben sie schon abgebaut, den Torbogen. Schade, aber es geht schnell hier. Back to normal. Ah, das war hier der Weg runter zum Start. Jetzt kommt das Stück. Ja, den Cutter da runter. Ah. Geht schon, sagt er. Wie weit? 1,5 Kilometer, 1 Kilometer, 500 Meter. Das waren nur 500 Meter. Sagt er. Also mal 10. Ah. Wenn man seine Tour nicht selber plant. Wenn man sich in Hände anderer begibt. Na gut. Ist auch nicht so. Nicht so steil, ne? Nee, gar nicht, ne? Lass laufen, Lorenz. Wir haben Ciao, wir haben Valparola. Ja. Wollt ihr jetzt Reifen putzen? Ja. Müssen wir jetzt da hoch? Ja. Wir hatten es geplant. Das ist müde Gürt. Ah, hier? Nee, da geht's nicht rechts. Da vorne. Hier geht's auf den Schotterplatz. Hier ist nichts. Hier ist nichts. Yeah! Alp, yes! Oh! Final Destination, where's my coffee? Where's the other two? They gone round. They went right. Yeah. Because they thought there's a way. Yeah, it does, it comes round here. It's the easy, it's the easier route. Ah, this is the local hotel loop. Yeah, exactly. Well done, my friend. Well done. Oh, thank you. So I'm not sure if that's the right way. I ask them. Okay, have fun. Have a good day, sir. Thank you, you too. Bye bye. Yeah, I would prefer that. This way? Yeah, that goes round. Oh, so I can meet them. Good. Okay, thank you. Bye bye. Heute ist Gravel.
ist halt von Maslow. So, Focal Pass. This is the start. Los geht's, 12 Kilometer stand da, oder? Ja, 12,5. Mal schauen, wie die Beine das wegstecken heute. Tutorial, Anfahren am Berg. Anfahren am Berg. Kurbel mit dem starken Fuß, so im, keine Ahnung, kurz nach dem 90-Grad-Winkel. Und dann das Gewicht auf das Bein verlagern, anfahren. Klappt. Ich probiere das jetzt nicht aus. Jetzt soll ich's aber ausprobieren. Du bist dran. Ich bin dran. Ich weiß nicht, ob ich. Ich treffe immer das andere Pedal nicht, das ist das Problem. Oh, nee. Das ist nicht. Ich muss mal eine andere Seite, Alter. Heißt, ich krieg gar nicht hin. Oh. Nee, ich glaube, ich mach das so und dann halt Schwung, das geht schon. Und dann mal so. Das war aber nicht genauso. Ja, dann kommen wir so auch mal. Ja, es war. Schaut dann nicht so profimäßig aus, funktioniert aber. Es war jetzt nicht die reine Lehre, aber. Ja, man muss es so machen, wie es halt funktioniert. Erlaubt ist, was funktioniert. So ist es. Schwer und falsch. Genau. Und das finde ich geil. Ja, das finde ich geil. Auf! Oh. Nein, bitte nochmal umfallen. Das wird nicht möglich. Ich habe gerade die Kamera ausgemacht und der André wollte es probieren und wir sind in die Büsche gefallen. Das war aber echt cool, also halt stuntreif, weil du hast so versucht, den Halt noch zu finden. Ah, wo und zack, war in den Büschen. Das funktioniert immer. Da sind wir auch schon beim Training. Schwer und falsch. Eieiei. Jetzt nur noch fast immer. Ja. Soll ich die Kamera nochmal laufen lassen, wenn du wieder anfährst? Nein. Ach ey, da machst du es mit dir. Nichts mehr mit Hopp Hopp. Ich gehe um, ich kann mehr. Nur nach bergab. Also heute mal alleine nach Kovara. Ach, hey! Cool, klar. So. Wo machen wir das? Also, ich persönlich wäre dafür, wenn wir die große Runde fahren, weil es geht eh nur noch bergab. Gut, bergab. Das ist mein Metier.
Passt. Wehe, du lügst. Du fliegst in den See rein. Mein Gott, jetzt zeig halt. Obwohl, das ist keine Strafe, weil der andere und dann nochmal 150 Höhenmeter bergauf. Andere springen da immer im Berg sehen. Das wäre gar keine Strafe für dich. Das seh dich gar nicht jucken. Da darf ich nicht rein. Ah, dann werfe ich dich rein. Das ist ein Speichersee. Leider. Der war etwas steil jetzt. Der war sehr steil, ja. Okay. Also wie gesagt, am Ende kommen noch mal so 150, 200 Höhenmeter. Okay. Aber der Rest ist alles bergab. Ja, und das noch nach Kovara. Ja. Das gleiche Stück, was wir vor Kovara runter sind, müssen wir wieder hoch. 300 Höhenmeter noch. Ja, okay. Also wenn wir hier runterfahren, sparen wir uns 150 Höhenmeter. Ja. Halt. Wann? Climb this way up. Yes. It's harder. From that side? Ja. Yeah. Harder than that? Yeah. Oh my goodness. That is existing? Harder than that? Yeah. Oh my god. We did a better decision from that way. Yeah, yeah, yeah. But there's a construction site. Be careful. There's traffic light. There's also one down there as well. Oh, okay. With a traffic light? Yeah. Okay. Good. thank you. Yeah, you should go that way one day. Yeah, yeah. Far away, anytime, in 10 years maybe. Especially the day after the marathon. Yes. Stupid, I should have pulled that cable. Oh, nee. Vorbei. Ah, shit, Auto. Die Henne, ey. Da liebe ich die elektrische. Einfach draufbleiben auf dem Hebel, kleinster Gang. Panorama Panoramico. Ich dachte immer, das hört sich geil an. Irgendwas mit Panorama ist immer gut. Tada! Tada! Strada. Oh, E-Biker. Gleich vorbeikommen. Ah, super. Gute Fahrt. Da kommt noch einer. Oh, kommt noch einer. Die Nachhut. Servus. Gute Fahrt. Servus. Zoom. Irgendwo hier soll ein Café sein. Ja, beide vor. So, hinter uns hat es gerade gedonnert. Es ist für 16 Uhr Gewitter vorhergesagt in Kovara. Da sind wir aber noch weit weg.
Ja, es könnte ein nasses Ende geben. Wir werden sehen. Mal schauen, ob die Wolke uns einholt. Ja, ansonsten ist es halt so. Aber noch ist es schön. Und die Tour war auch schön. Aber da hinten, da wird es dunkel. Und das Dunkle verfolgt uns. Richtig Freude. Oh, hinten pisst ordentlich. Oh ja. Vor uns nach oben. Oh. So ein bisschen rumgefurkelt heute. Der Regen hat uns eingeholt. Verdammt. Mich holen die zwei immer ein. Shake dry! So, da kann man runter. Von dieser Miststraße hier. Aber dafür haben wir die andere Miststraße hier umfahren. Die Hauptstraße hier im Tal entlang. Aber durch diese Hölle müssen wir jetzt gehen. Über sieben Brücken musst du gehen. Durch sieben Höllen. Es gibt genau eine Straße nach Kovara. Ja, das ist. Ich weiß nicht warum, aber er hat gerufen. Ja. Ansonsten fahren die Italiener einen lieber zusammen, aber der hat gegrüßt. Mhm. Naja, wir haben jetzt noch unser Vesper und dann geht's geheim. Wenn ich gerade einhaken darf, ich würde auch einen Hund essen. Richtung Kovara, viel kommt nicht mehr. Ist dasselbe Weg, den wir hergefahren sind. Von daher schließe ich das Video an dieser Stelle, weil ich habe jetzt auch keine Lust mehr. Vielen Dank. Ist gut, dass der Jochen jetzt gerade was isst, weil er wird gerade zu Diva ein bisschen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal in diesem Theater. Drückt alle Fräulein, Knöpfe. Kannst du dir vielleicht mal einen anderen Lenker suchen? Kannst du jetzt mal ruhig sein? Ich mache jetzt ein Outro. Nein. Bis zum nächsten Mal. Oh. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Wir sehen uns vielleicht nochmal von hier. Wenn nicht, dann von woanders. Alle Knöpfe drücken und so weiter und so fort. Bis dahin. See you next time. Bye bye.